Mikrozement und wie die Fläche abgedichtet werden sollten. Heute das Thema fugenlose Flächen und Abdichtung. Wie bereite ich eigentlich die Flächen vor, wenn ich vorhabe, Mikrozement nachhinein zu verwenden? Was ist denn eigentlich Mikrozement? Mikrozement ist ein vielseitiges Material, das oft für Bodenwände und andere Oberflächen verwendet wird. Um Mikrozement abzudichten und seine Langlebigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit zu erhöhen, sind einige Schritte zu beachten. Es gibt natürlich auf dem Markt sehr viele Anbieter, die Abdichtungen für den Bad herstellen und auch anbieten. Sehr wichtig ist, dass bei Mikrozement keine Gummiabdichtung verwendet wird, weil das Mikrozement allein auf zementärer Basis ist. Und dementsprechend, wenn wir ja schon als Oberfläche der Untergrund auf zementärer Basis haben, wie zum Beispiel Putz, wie zum Beispiel Fliesen, die nicht immer zementär sind, wichtig ist, dass wir auch hier für den Untergrund eine Abdichtung wählen, der auf zementärer Basis ist. Somit hat auch der Mikrozement bessere Möglichkeit, daran zu haften, beziehungsweise diese zementäre Abdichtung hat nochmal zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit, gegen Schimmelbildung. Von den Herstellern, die ich hier benenne, halt gibt es ja sehr viele, aber die wir am meisten auch verwendet haben, sind die Produkthersteller wie PCI, Ardex, Sopro. Am besten, wenn ihr dann mit einer Abdichtung arbeitet, dass ihr auf jeden Fall einkomponentige Abdichtung wählt, da diese Abdichtung nur mit Wasser meistens vermischt wird und schon bereits alle Werkstoffe in diesen 1K-Mischung beinhaltet sind. Zu den Abdichtungen natürlich werden ja halt angeboten Abdichtungsmanschetten, die kann man natürlich auch verwenden, natürlich auch für Anschlusspunkte wie Wasseranschlüsse, also auch Ecken. Da ist aber auch wirklich sehr wichtig, dass diese Flächen, falls da eine Ecke erstellt wird oder eine Eckdichtband benutzt wird, dass diese Fläche mit der Dichtschlemme nachhinein eben überspachtelt wird. Weil der Mikrozement allein, auch wenn wir ja vorgeben, dass der 2 bis 3 mm Aufbau hat, ist es am Ende trotzdem nur 1 bis 1,5 mm in zwei Schichten, da der Mikrozement wirklich sehr fein ist. Somit die ganze Versprünge zu Dichtmanschetten, zu Anschlüssen müssen auf jeden Fall mit der Abdichtung, mit der Dichtschlemme begradigt werden, so dass nachhinein der Mikrozement einfach ganz simpel aufgespachtelt werden kann. Falls der Untergrund die Fliesen sind, ja, ist auch hier sehr wichtig, dass diese Fliesen zuerst überspachtelt werden. Wenn die Fliesen wirklich sehr alt sind, dann ist da meistens auch keine Abdichtung vorhanden. Somit müsste auch hier dementsprechend nach Stand der Technik auf jeden Fall eine Abdichtung nachhinein aufgetragen werden. Mikrozement allein ist schon dicht in dem Sinne. Trotzdem kommt es nochmal auf dieses Material eine Versiegelung, die nochmal zusätzlich das Mikrozement gegen Feuchtigkeit abdichtet. Somit haben wir erstmal Abdichtung, dann Mikrozementschicht und nochmal zusätzliche Versiegelung, der das Mikrozement vor der Feuchtigkeit und vor dem Schmutz absichert. Zusammengefasst, in der ersten Linie ist es sehr wichtig, dass die Abdichtungen auf mineralischer Basis sind. Zweitens, die Flächen, die erstellt werden, eben sind, staubfrei, rissfrei. Drittens, der vorhandene Material oder der Mikrozement soll auf jeden Fall für den feuchten Raum geeignet werden. Und als viertes, passende Versiegelung. Die ganzen Materialien ab der Abdichtung
bitten wir natürlich in unseren Shop inklusive Versiegelung, inklusive Mikrozement, inklusive Haftgrundierung bzw. Grund, der für den Feuchtraum geeignet wäre und benötigt wäre. Somit habe ich in dieser kurzen Video zusammengefasst, was wichtig ist für den Mikrozement und welche Abdichtung am besten du benutzen kannst, damit nachhinein den Auftrag vom Mikrozement problemlos funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Ciao.